Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für Souveränität und Gelassenheit, weil dein Leben leicht sein darf, unabhängig davon, was im Außen ist, unabhängig davon, wie deine Situation jetzt ist. Es darf immer noch ein bisschen leichter gehen und du darfst Freude haben, weil es dein Leben ist, oder? Und in der heutigen Folge soll es genau darum gehen. Du hast es in der Überschrift gesehen. Wir schauen uns heute das Stressnervensystem an. Ein super spannendes Thema, wo ich dich herzlich einladen mag, dass ich dich mit meiner wie Begeisterung anstecken darf. Und zwar war ich in der Fastenkur und dort lagen Flyer aus zum Thema Nervensystem, vegetatives Nervensystem. Aufbau, Funktion, alles drum und dran. Und es hat mich so in Bann gezogen, ist so angesprochen irgendwie, dass ich recherchiert habe, obwohl mein Ziel für diese Fastenkur wirklich war, einfach nur Detox und schlafen und fasten und spazieren gehen und in den Tag reinträumen und die Wolken und die Natur zu beobachten, aber nichts lesen, recherchieren oder sonst was. Aber es hat mich eben doch so fasziniert, dass ich da eingestiegen bin und dachte, da muss ich unbedingt eine Podcast-Folge draus machen, um es mit dir zu teilen. Genau. Weil es hat mir ein wunderbar nochmal tieferes Verständnis gebracht, was für Meisterwerke wir Menschen sind. Wir sind nicht zufällig so und wir sind nicht einfach mal so, sondern wir sind perfekt aufeinander abgestimmte Meisterwesen, die so fein ziselierte, aufeinander abgestimmte Systeme haben, dass es ein Jammer ist, dass wir darüber nicht mehr wissen und es für uns mehr zu nützen auch wissen. Und genau in diese Lücke will ich springen und das mit dir zusammen anschauen, oder? Weil es ist wirklich super spannend, was im Stress im Körper abläuft und in der Ruheposition im Körper abläuft, oder? Und gleichzeitig habe ich wie die Verknüpfung gesehen zu diesem historischen Prozess, in dem wir sind und wie da mit unseren Systemen gespielt wird oder auf welche konkret gezielt wird. Zumindest nach meinem Eindruck, gell? Wenn du neu bist bei meinem Podcast, herzlich willkommen. Kurz fasse ich zusammen. Wir sind in einem historischen Prozess. Das sage ich seit, ich glaube, 3 Jahren in diesem Podcast wieder und wieder und wieder. Es ist ein komplett natürlicher Prozess, wo es um die Entwicklung des menschlichen Bewusstseins geht. Und weil wir Menschen so ein bisschen bequem und lazy und so runtergedimmt sind, dass wir uns nicht so sehr auch häufig vorstellen können, wie denn noch mehr Achtsamkeit gehen soll, wie denn die Evolution vom menschlichen Bewusstsein noch mehr aussehen soll, kriegen wir Events, sage ich dem immer, um es neutral zu halten, keine Bewertung drin zu haben, von außen, die uns dazu zwingen und Schubse geben, mehr oder weniger intensiv, uns weiterzuentwickeln, dass wir hinter Labels und Geschichten mehr sehen, dass wir mehr Zusammenhänge erkennen, dass wir wieder dazu kommen, unserer eigenen Wahrnehmung mehr zu trauen als dem, was im Außen erzählt wird und überhaupt wieder bei uns anzukommen, die Herzen wieder aufzumachen, uns wieder zu besinnen, dass wir freiwillig auf der Erde inkarniert haben und jetzt diese Lebensspanne zur Verfügung haben, um das Leben zu erkunden. Oder das ist der historische Prozess, wo wir wieder in die Souveränität, Eigenverantwortung und ins Tun kommen und uns nicht mehr das X fürs U vormachen lassen und nicht irgendwelche Geschichten erzählen lassen, obwohl wir mit den eigenen Sinnen andere Dinge wahrnehmen. Also es ist ein
magischer Prozess, wo die Menschheit bei sich wieder selber ankommt, Schritt für Schritt, weil in einem großen Ganzen, wenn alle Illusionen weggerissen würden, würde es uns Menschen zerreißen. Das können wir nicht. Dazu sind die Illusionen zu stark, zu intensiv, zu sehr in uns verankert, sodass es wie ein Computerprogramm läuft, wo wir Level um Level lernen und uns anpassen können. Gehen alle Menschen mit? Ja, es ist ein natürlicher Prozess und nicht jeder geht aber in Recherche und geht diesen Prozess bewusst mit, oder? Aber das ist dieser historische Prozess. Und in diesem historischen Prozess ist es natürlich super interessant, mehr über unser Wunderwerk vom Körper zu erfahren, der immer für uns ist, der immer heilt. Der Körper kann gar nicht anders. Du wirst es sehen, wenn ich dich mit in die Reise zu diesem Stressnervensystem bringen, was für ein Wunderwerk wir da haben und wie sehr wir geschützt sind und wie sehr wir lernen dürfen, das wieder zu verstehen, oder? Und es braucht immer den Disclaimer bei solchen Sachen. Ich bin keine Ärztin, nehme ich auch nicht für mich in Anspruch. Ich teile mit dir einfach nur mein Wissen, das ich mir dazu angeeignet habe, und du kannst damit machen, was du willst. Es geht immer darum, die eigene Wahrheit zu finden. Ich teile hier auf den Plattformen einfach nur mein Wissen, meine Herangehensweisen, meine Ideen vom Leben. Und wenn es dich anspricht, freut es mich, dann geh mit auf die Reise. Dann freue ich mich sehr, dass ich dich inspirieren darf. Wenn du eine andere Meinung hast, dann ist das völlig okay, oder? Wir leben längst in dem Energiefeld, wo es keine Bewertungen mehr braucht, sondern einfach nur das Spüren. Fange ich an, mich zu erinnern, dass da irgendwas dran ist? Fangen meine Körperzellen an zu tanzen? Geht mein Herz irgendwie auf? Kann ich so relaxen, dass ich die Infos annehmen kann, wird irgendwas in mir wachgekitzelt und dann offeriere ich dir es einfach auch zu übernehmen und es für dich zu nützen, oder? Und es dir zu eigen zu machen. Und deshalb der Disclaimer, ich bin keine Ärztin, sondern arbeite als Coach und mein Hintergrund ist Projektleitung. Ich bin Juristin, ich war sogar mal Rechtsanwältin. Habe die Zulassung dann irgendwann zurückgegeben und arbeite heute als Coach für Souveränität und Gelassenheit und begleite da Menschen, die von ihrem bisherigen Leben sich irgendwie weiterentwickeln wollen, dass es leichter wird, dass sie souveräner sind. Teilweise begleite ich Leute gezielt durch diesen historischen Prozess, weil sie keine Lust haben, da ewig in irgendwelchen Schleifen zu hängen, sondern dass es schneller und eleganter und auch heiterer gehen kann und darf. Und teils begleite ich Menschen, die sich selbstständig machen wollen und ihre Berufung leben wollen. Genau, also ich bin keine Ärztin. Und für mich super interessant an dem Thema ist vor allen Dingen, dass ich es unbewusst sowieso im Coaching schon verwendet habe, in Meditationen und gezieltem Atem. Und jetzt ist mein Wissen noch mal ein Stück ganzheitlicher und noch mal bewusster und damit stimmiger geworden. Und das Spannende war, dass in dieser Fastenklinik oder dem Fastenzentrum konnte man das Nervensystem messen lassen, sowohl das Stressnervensystem als auch das Ruhenervensystem. Und zwar einmal so, wie man jetzt gerade war. Dann hat es Atemübungen gegeben und dann ist die Messung nochmal gemacht worden. Und tatsächlich ist das Stressnervensystem runtergegangen und das Ruhenervensystem hochgegangen. So powerful ist unser Atem und unser Bewusstsein, wenn ich um diese zwei Nervensysteme weiß und achtsam sein kann, wo, in welchem Nervensystem befinde ich mich jetzt gerade, welches ist aktiv. Und das schauen wir an. In der ersten Hälfte vom Podcast teile ich mit dir ein bisschen sachliches Know-how dazu. Und in der zweiten Hälfte schauen wir uns an, wie du es steuern kannst.
oder? Wer mir schon länger folgt, weiß, dass ich großer Dr. Joe Dispenza-Fan bin. Ich war schon eine Handvoll Mal bei ihm in Vorträgen und Workshops und Weeklong. Und auch er spricht von diesen zwei Nervensystemen. Das heißt, auch da ist es mir schon begegnet, aber nicht so intensiv, dass ich dort in die Recherche eingestiegen bin. So, das Ziel der Podcast-Folge ist deshalb, dich an diese beiden Nervensysteme zu erinnern, dich einzuladen, zu erkennen, welches bei dir gerade aktiv ist, welches von außen wann und wie aktiviert wird und welches gezielt angespielt wird und wie du schauen kannst, das Stressnervensystem wieder auf einen niedrigen Level zu bringen und das Ruhenervensystem hochzufahren, oder? Trau dich, der Meister deiner Systeme zu sein. Trau dich, auch da am Steuerrad zu sitzen und in die Achtsamkeit zu gehen und in die bewusste Entscheidung, wer willst du sein und wie willst du durchs Leben gehen. Ich splitte das Thema in zwei Podcast-Folgen, damit ich auch die konkreten Schritte für dich einbauen kann. Das heißt, eine, diese hier ist dem Stress Nervensystem gewidmet und die nächste Podcast-Folge wird zum Ruhe-Nervensystem dann sein, oder? Also, der Mensch besteht insgesamt aus vielen, vielen verschiedenen Systemen, zum Beispiel Verdauungssystem, Stoffwechselsystem, Muskelsystem, Seh-, Hörsystem, Immunsystem, Skelettsystem und eben dem Nervensystem. Das Nervensystem unterscheidet zwei wesentliche Teile. Oder ich halte es hier möglichst knackig und übersichtlich. Das heißt, es ist einerseits das willkürlich steuerbare Nervensystem, somatisches Nervensystem genannt, das wir bewusst nützen können für die Bewegung von Armen, Beinen, Lächeln, Lachen. Ja, du verstehst das System, oder? Um das geht es nicht in den Podcast-Folgen, oder? Das ist das willkürlich steuerbare Nervensystem, damit wir unser Daily Business machen können. Das andere Nervensystem ist dieses autonome Nervensystem, vegetative Nervensystem, und das ist die oberste Schaltzentrale in unserem Körper. Es läuft automatisch. Das ist das autonome Nervensystem, vegetatives Nervensystem. Es ist die Verbindung zwischen der Umwelt und unserem Körper. Es passt die Abläufe in unserem Körper an die Reize der Umgebung an und steuert die Systeme im Körper. Und dieses Nervensystem nimmt die Eindrücke der Umgebung auf, der Umwelt auf, oder? Und löst körperliche Reaktionen aus. Kälte, Wärme, Augen zusammenkneifen bei grellem Licht, Spuckeproduktion, wenn irgendwas ist, zum Beispiel ein feiner Geruch, geht sofort die Spuckeproduktion an. Bei Stress und Anspannung geht sofort die Spuckeproduktion zurück. Das heißt, wir kennen das, wir stehen auf der Bühne oder vor dem Mikrofon oder vor anderen Leuten, müssen was präsentieren und haben einen trockenen Mund. Das ist dieses autonome, selbststeuernde Nervensystem, oder? Oder der Handreflex an der heißen Herdplatte geht völlig automatisch, weil dieses autonome Nervensystem die Verbindung zwischen außen und dem Körper spürt, es ist heiß und zieht die Hand weg. Oder? Das ist schneller, als bis wir es gehirnlich verarbeitet haben und sagen, oh, das ist heiß, ich muss die Hand wegziehen. Und es sorgt mit dem Regeln der Abläufe im Körper für unser Überleben, für unsere Gesundheit und für unsere Harmonie. Stellt die Weichen, für die Steuerung und Regulierung des gesamten Körpers, aller Systeme und der Organe. Und sorgt dafür, dass die Organe entsprechend agieren, der Kreislauf, der Blutdruck, das Herz, die Atmung flach oder tief und entspannt, oder? Das Immunsystem auf Zack oder gerade zurückgefahren und der Stoffwechsel zum Beispiel.
Und dieses Nervensystem, dieses vegetative, autonome Nervensystem besteht wiederum aus zwei Systemen. Das ist einerseits dieses parasympathische System, das ist das Ruhenervensystem. Das regelt zum Beispiel die Verdauung und den Stoffwechsel, die ganze Regeneration und Heilung. Das schauen wir in der nächsten Podcast-Folge an. Und dann gibt es noch das Stressnervensystem. Und um das geht's in dieser Podcast-Folge. Dieses Stressnervensystem ist eine automatische Regulierung in Stresssituationen. Das heißt, es übersetzt automatisch als gefährlich eingestufte Reize im Außen in körperliche Reaktionen. Oder? Wir nehmen durch irgendwelche Sinne was war und dieses Stressnervensystem reguliert dementsprechend die Reaktionen im Körper. Oder das heißt, es ist dazu da, den Körper entsprechend aufzusetzen, zu reagieren. Und dadurch bereitet sich der Körper vor auf eine Stress- oder Gefahrensituation, in der er steckt oder was durch irgendwelche Wahrnehmung so eingestuft worden ist. Und das passiert automatisch, ohne dass wir was tun müssen. Also zum Beispiel, wenn dir jemand mit der Taschenlampe in die Augen funkelt, gehen die Augen zu. Weil dieses Stressnervensystem das als Gefahr einstuft und einfach die Augendeckel zumacht. Cool, oder? Und das ist doch Wahnsinn. Das gehört, finde ich, viel mehr ins Bewusstsein, was für ein Meisterwerk wir da haben als Körper. Wie sehr der mich unterstützt, durch dieses Leben zu gehen. Oder? Wahnsinn. Echt cool. Und dafür, das einzige Ziel ist das Überleben, dass wir überleben in der Situation, in der wir gerade sind. Oder? Und das heißt, dieses Stressnervensystem bringt den Körper dazu, dass wir entweder kämpfen können, fliehen können oder in Freeze-Modus gehen können. Mit dem einzigen Ziel, uns das Überleben zu sichern. So wie früher, wenn der Säbelzahntiger kam, mussten wir sofort parat sein, dass wir entweder freeze, keine Bewegung mehr machen, kämpfen können oder rennen können oder auf den Baum oder auf den Felsen springen können, oder? Das heißt, das ist das Ziel. Dafür haben wir dieses Stressnervensystem. Und die absolute Priorität dafür ist das Überleben. Das heißt, dafür wird sofort ein schnellerer Herzschlag aktiviert, die Atemfrequenz wird schneller, die Muskeln besser durchblutet und angespannt, die Pupillen größer und die Haare stellen sich auf, um alles zu kühlen, oder? Und der Körper produziert weniger Speicher. Das heißt, der Körper reguliert sofort, dass Energie und Power von gewissen Körperfunktionen abgezogen wird und dorthin parat gestellt wird, wo wir sie brauchen für Kampf, Flucht oder Freeze. Oder? Das heißt, es wird sofort die Verdauung gestoppt, es wird sofort die Durchblutung der Haut verringert und das Immunsystem wird nicht mehr so stark unterstützt wie im Ruhemodus. Kommt dir das bekannt vor, was in den letzten 3 Jahren gelaufen ist, dass wenn wir ständig mit Angst beballert werden, ständig mit Aussichtslosigkeit und mit Gefahrensituationen zugespammt werden, dass der Körper automatisch reagiert, das Immunsystem runterfährt, die Verdauung stoppt oder auf Minimum läuft, oder die Hautdurchblutung runterfährt. Ja. Das ist das, was die letzte Zeit passiert ist. Das ist das, was wir in den Medien sehen, dass wir lauter Meldungen kriegen, wo unsere dichtesten, die Frequenzen angespielt werden, Emotionen angespielt werden mit den größten Frequenzbögen, oder?
Und genau das ist das, was ich jetzt mit dir teilen will, wie du damit umgehen kannst, wie du rauskommen kannst aus diesem Stressnervensystem, das sich automatisch anstellt, wenn irgendwas in deinem Gesamtsystem meldet, das ist Stress oder da ist Gefahr in Verzug, wir müssen reagieren. Und es läuft so automatisiert ab, binnen Hundertstel Sekunden, dass wir dann reagieren können, eigentlich, wenn wir feststellen, oh, ich bin im Stressmodus. Und genau die Schritte will ich jetzt mit dir durchgehen. Das eine ist, in deine Souveränität zu gehen, in die Beobachterposition. Deshalb habe ich dem auch die letzte Podcast-Folge gewidmet. Und immer, immer, immer wieder in fast jeder Podcast-Folge lade ich dich als ersten Schritt ein, in die Beobachterperspektive zu gehen. Weil sie zieht dich raus aus der emotionalen Blase. Sie zieht dich raus aus psychischem Nebel. Sie macht dich frei von dem, was im Körper gerade abläuft. Weil du hast einen Körper, aber du bist kein Körper. Oder du bist nicht dein Körper. Und deshalb ist die Beobachterposition das A und O, was dir sofort eine coole Position verschafft, aus der du wieder größere Auswahlmöglichkeiten an Reaktionen hast, an dem, wie du jetzt agieren kannst. Also Schritt 1, Beobachterposition. Schritt 2, sei ganz ehrlich mit dir selber und erkenn, ich bin im Stressnervensystem gerade. Mein ganzes Körpersystem läuft im Stressmodus, der sich automatisch eingeschaltet hat. Weil daran ist nichts Schlimmes. Es ist ein ganz normaler Prozess. Es ist ein uns gegebener, innewohnender Prozess, der angeschaltet wurde, der angesprungen ist wegen irgendeinem Auslöser im Außen, den mein System als Gefahr betitelt hat oder einklassifiziert hat, oder? Und deshalb springt dann sofort dieses autonome Nervensystem an und tut, wofür wir es haben. Macht einfach das, was zu tun ist in einer Gefahrensituation. Das heißt, sei im zweiten Schritt nach der Beobachterposition ehrlich mit dir selbst und sag, ja, ich bin seit Stunden, Tagen, Wochen, Jahren im Stressmodus, im Stressnervensystem. Und wir sind dafür nicht gemacht. Das ist nur dafür gemacht, dass wir eine momentane, zeitlich befristete, stressige Situation überleben können. Unser System ist nicht darauf ausgelegt, dass wir über Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre in Stress sind. Oder das bringt den Körper völlig am Anschlag, weil das Energiesystem bei wesentlichen Teilen abgezogen ist, wie dem Immunsystem, wie dem Verdauungssystem, und hingebracht worden ist zum Herzen, Herz-Kreislauf oder Stoffwechselsystem, dass das alles auf Hochtouren läuft und uns zur Verfügung steht. Also es braucht die Ehrlichkeit und ich sehe bei meinen Kunden da so häufig Tränen fließen, wenn man in dieses Bewusstsein geht und sich ehrlich anschaut, wie lange man schon im Stressmodus ist. Und dass auch Wellnesswochenenden nichts genützt haben, Ferien haben nichts genützt. Es ist immer der Stresslevel weitergelaufen. Oder? Das heißt, es ist Anspannung, flache Atmung, Betonnacken, starre Gesichtsmuskeln, gesenkter Blick. Oder im Vergleich dazu, ich gehe mit meinen Kunden immer, wie willst du denn sein in diesen Status rein? Und wie bist du dann? Und da kommt immer, ja, ich gehe mit offenem Blick durch die Welt und guck, wer da ist, wer mir entgegenkommt, was das Leben mir bietet. Das heißt, im Stress senken wir den Blick, um ganz bei uns zu bleiben oder ziehen die Schultern hoch. Wir machen auch körperlich das Feld kleiner, wie auch mein Energiefeld ja kleiner ist. Während wenn es mir gut geht, dann haben wir es auch im Sprachgebrauch, dass wir sagen, ja, du strahlst ja, ja klar, weil ich einen riesen Radius habe, weil mein Energiefeld riesig ist, oder? Und der Blick
offen, die Gestikulation oder wie sagt man, Gestik riesig ist, groß, den ganzen Radius einnimmt, während ich im Stress mein Energiefeld ganz klein habe, das kollabiert manchmal dann sogar und der Körper reagiert einfach, oder? Und den Blick senkt, um alles bei mir zu behalten, um mein Energiefeld geschützt zu halten, oder? Also der erste Schritt ist Beobachterposition. Der zweite ist Ehrlichkeit. Wie lange bist du schon im Stressmodus, im Stressnervensystem? Und dich dann im dritten Schritt zu erinnern. Es ist der gesamte Körper im puren Überlebensmodus, wenn du bei dir feststellst, ich bin im Stressnervensystem drin. Das ist aktiviert, oder? Und dieser Überlebensmodus reguliert alles automatisch, was er zum Überleben braucht. Muskelreflexe, Körperspannung und er zieht die Energie ab von der Verdauung, Immunsystem und Ähnlichem. Und im vierten Schritt mag ich dich einladen, nutz jetzt dein Wissen. Das ist das Stressnervensystem. Das nimmt die Sinnenreize auf und es verarbeitet und löst körperliche Reaktionen völlig normal auf, oder? Und aus. Das heißt, es ist ein ganz normaler körperlicher Prozess. Da muss keine Panik rein, da muss keine Verurteilung rein, da muss kein Schuld, Scham, Angst und Ähnliches rein, sondern im vierten Schritt mag ich dich super herzlich einladen. Nimm das Wissen und erkenn, das ist das Stressnervensystem und es ist alles okay. Weil im fünften Schritt darfst du wie den Mut nehmen und sagen, ich möchte das nicht mehr. Eine Entscheidung treffen, ich möchte jetzt ins Ruhenervensystem switchen. Du hast immer die Wahl, oder? Und kannst dich jetzt entscheiden mit Mut. Was will ich? Und sagen, ich möchte ins Ruhenervensystem wechseln. Das heißt, ich muss erkennen, was löst bei mir dieses Stressnervensystem aus? Was habe ich im Außen, was meinen Körper veranlasst, in Stressmodus zu wechseln? Und da auch ehrlich zu sein und mutig zu sein, hinzugucken. Sind das die Fernsehberichte? Ist es das, was du auf Social Media anschaust? Sind es aufreibende Kontakte? Ist es der Arbeitsplatz? Ist es das volle Mail-Account? Ist es die volle Wohnung, die du schon lange mal aufräumen wolltest? Ist es der körperliche Zustand, um den du dich schon lange kümmern wolltest? Was ist es genau? Was sind die Auslöser im Außen, wo dein Nervensystem sagt, da muss ich aufpassen, da muss ich wechseln ins Stressnervensystem und die entsprechenden körperlichen Reaktionen parat machen oder sogar gleich mal aktivieren, oder? Das ist der fünfte Schritt, dieser Mut, dich anzunehmen, so wie du jetzt bist. Es ist alles gut, es sind ganz normale Reaktionen. Und mit je mehr Bewusstsein du reingehst, umso mehr kannst du dich frei entscheiden, dass du es anders haben willst und entscheiden, wie du das jetzt machst. Weil das ist eine entscheidende Weggabelung, wo manche den Alkohol wählen oder Drogen wählen oder noch mehr Stress wählen, sich irgendwie betäuben oder sagen, jetzt muss irgendwas anders werden. Jetzt hole ich mir Hilfe, dann herzlich willkommen im Coaching. Jetzt mache ich irgendwie irgendwas anders, oder? Das heißt, jetzt kannst du dich entscheiden, ich schalte mein Ruhenervensystem ein und in diesen Self-Care-Überlegensmodus gehen, das Gehirn einladen, aktivieren. Sag mir Wege, wie kriege ich jetzt das Ruhenervensystem hin? Wie kann ich das aktivieren? Was tut mir jetzt extrem gut? Ist es ein Spaziergang? Ist es einfach eine schöne Mittagspause, je nachdem, in welcher Situation du bist? Oder ist es eine Bushaltestelle vorher auszusteigen und den Weg zu Fuß zu gehen, barfuß irgendwo ins Gras zu stehen, die Füße im See oder Bach oder Fluss baumeln zu lassen?
sich mal wieder auf eine Kinderschaukel setzen und einfach schaukeln oder rutschen, schwimmen gehen, einfach mal das Altglas entsorgen. Was ist es, was dir jetzt gut tut, was dich bei dir selber wieder ankommen lässt und in diesen Ruhemodus, in das Ruhenervensystem switchen lässt? Oder? Weil das tut der Körper selber. Das ist je nachdem, welchen Impuls du ihm gibst, welchen Impulsen du ihn aussetzt. Das ist die Macht, die wir über unseren Körper haben, oder? Das ist das, wo es viel mehr Bewusstsein wieder haben darf, dass wir sind der Meister unserer körperlichen Reaktionen. Der Körper reagiert nur. Der Körper heilt sich immer. Der Körper kann nicht anders, als ständig die Zellen alle zu erneuern und das, was er nicht mehr braucht, auszuscheiden über die verschiedensten Wege, oder? Und allein das wünsche ich mir sehr, dass dir das schon wieder wie Ruhe und Bewusstsein schenkt und dich rausholt aus, wir sind so sehr programmiert, dass wir im Krieg gegen den Körper sein müssen, dass was nicht stimmt mit dem Körper, dass wir da irgendwie eingreifen müssen. Nein, 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 wir müssen in Anführungszeichen nur verstehen, warum der Körper reagiert, wie er reagiert. Aber die Basis ist zu verstehen, der Körper reagiert nur. Das heißt, die Frage ist, auf was reagiert er? Was veranlasst den Körper dazu, ins Stressnervensystem zu schalten, das Verdauungssystem runterzufahren und alles in die Muskeln zu pumpen, dass wir rennen können, weil das einfach noch diese Urmechanismen sind, die wir in uns haben, oder? Also trau dich da sehr ins Bewusstsein zu gehen, das wachsen zu lassen und in den Frieden mit deinem Körper zu gehen. Zu analysieren, was ist die aufreibende Situation, die den Körper veranlasst zu sagen, um unser Überleben zu sichern, schalten wir jetzt ins Stressnervensystem. Das sind die Abläufe, oder? Wie auf der Bühne, wenn du oder was präsentieren musst oder sowas und merkst, du hast einen trockenen Mund. Das ist keine Fehlfunktion vom Körper. Das ist ein ganz normaler Schutzreflex, wenn du im Stress bist. Das heißt, im Coaching schauen wir dann an, wie ist die Situation genau und was stresst dich daran? Welche Trigger trägst du in dir, dass sich vor Leute hinstellen und zu reden, deine Projekte zu präsentieren, deinen Job zu präsentieren, deine Meinung zu sagen, dass das im Körper das Stressnervensystem aktiviert, sodass er reagiert damit, dass der Mund trocken wird? Oder? Das ist das, was mich so fasziniert hat, wie ich da eingestiegen bin in dieses Thema, dass es tiefen Frieden mit dem Körper schenkt und dass es dich ganz, ganz weit nach vorne in dem historischen Prozess beamt, weil wir in den eigenen inneren Frieden gehen. Oder so wie wenn wir mit dem Fuß so umschnackeln. Und der dick wird, das ist kein Fehler vom System. Das ist kein Fehler, den der Körper macht, sondern er schickt sofort sein Repair-System, Körperflüssigkeit dorthin, die Lymphe dorthin und eine erhöhte Durchblutung, wo vielleicht eine Verletzung entstanden ist. Das ist ein normales System und ein Heilvorgang, der automatisch im Körper läuft. Das heißt, wir dürfen in den tiefen Frieden mit dem Körper gehen und die Körpersprache endlich wieder lernen und verstehen. Wissen, es sind alles Heilreaktionen, oder? So wie Fieber. Irgendwas läuft im Körper ab, dass der Körper sagt, ich fahre jetzt die Temperatur hoch. Das ist unendliche in uns programmierte Weisheit. Da ist nichts Falsches. Und das schenkt tiefen Frieden. Das sehe ich immer wieder in den Coachings, dass dann wie auf einmal eine Tür aufgeht. Wow, wenn das Fundament dieser Frieden ist, dann geht die Tür in die Eigenverantwortlichkeit auf und du kannst gucken und analysieren, welche Situation
triggert mich? Was ist es für ein Trigger? Vielleicht irgendwas aus der Kindheit oder sonst woher, oder? Das ist das, was wir im Coaching dann anschauen. Das ist die Tür, die da aufgeht. Also trau dich, bei dir festzustellen, wow, ich bin schon seit Ewigkeiten im Stressnervensystem. Deshalb habe ich vielleicht Verdauungsthemen, deshalb habe ich einen trockenen Mund, deshalb habe ich eine trockene Haut. Logisch, weil der Körper es abzieht und den Muskeln unter anderem bereitstellt, dem Herzen, der Atemfrequenz bereitstellt. Oder? Das ist das Coole an unserem System. Ich hoffe so sehr, dass ich dich mit begeistern darf, weil das spielt für den historischen Prozess eine exorbitant wichtige Rolle, zu sehen, mit welchen Informationen, mit welchen Energien werde ich eigentlich konfrontiert, welche spült es mir vor die Füße, was macht es mit mir? Und dann in die Souveränität zu gehen und zu sagen, will ich das ja oder nein? Was kann ich in mir selber tun? Innerlich aufräumen, sage ich dem immer, oder? Das Coaching, damit ich nicht mehr darauf reagiere. Und manches ist einfach den Fernseher aus dem Fenster zu schmeißen, zu sehen, das sind keine Nachrichten und Neuigkeiten, die ich wissen muss. Das Gerät kann weg oder stelle ich in den Keller oder schalte es mal eine Woche aus, um zu sehen, wie es mir dann geht oder was mein Nervensystem macht. Weil sobald du in wirklicher Ruhe bist, kannst du schauen, was dieser Auslöser ist. Was ist der Trigger, der in dir Alarm gegeben hat, dass das Nervensystem umgeschaltet hat auf Bereitstellung für Kampf und für Flucht oder Freeze, oder? Und das ist das, was wir dann aufräumen können. Das ist das, wo du selber gucken kannst, wie kann ich Gegensteuer geben, was kann ich damit machen, wo du in deine Souveränität und Handlungsfreiheit und in die absolute Eigenverantwortung gehen kannst und der Körper endlich wieder in den Ruhemodus gehen kann und heilen kann. Die Verdauung wieder regulieren, die ganze Zellteilung, Zellerneuerung wieder im Ruhemodus ganz normal anschieben kann, oder? Also, trau dich bei dir hinzugucken, trau dich eine Ebene tiefer zu gehen, schau, was du daraus lernen kannst, wie du in die Souveränität gehen kannst, trau dich, dich selber zu beobachten, für dich zu sorgen, ins Faszinosum dieses Körpers zu gehen, oder? Und in deine Größe, Souveränität, Klarheit, in den inneren Frieden zu gehen. Das ist der historische Prozess. Es kommt kein Retter, es kommt nichts von außen, was uns befreit von diesem inneren Prozess, durch den wir Menschen gehen, oder? Und da gehen wir sehr, sehr schnell durch. Wir sind wie, das läuft ja schon seit Jahrtausenden, aber gemächlich von Generation zu Generation. Jetzt sind wir wie im Schlussbouquet, wo es schnell geht und wo es binnen einer Lebensspanne geht. Je nachdem, wie lang das Leben natürlich geht. Also trau dich in diese radikale Selbstliebe gehen und in dieses sich in dein eigenes Leben wieder verlieben und zu sagen, mit welchem Nervensystem möchtest du denn durchs Leben gehen? Mit dem Stressnervensystem als aktives System oder das Ruhesystem? Sei dir wichtig. Trau dich. Wenn du Unterstützung möchtest, geh auf nadialang.com, buch dir einfach den schönsten Termin fürs Erstgespräch und wir schauen, wo du heute stehst, wo du hin möchtest und wie ich dir behilflich sein kann. Ich freue mich auf dich. Danke, dass ich dich begleiten darf. Danke, dass du für dich losgehst und dass wir alle zusammen durch diese historischen Zeiten gehen und sie meistern. Level um Level, Schritt um Schritt. Also, ich schicke dir eine ganz herzliche Umarmung. Schön, dass es dich gibt und herzliche Grüße, deine Nadja.